Ich bin Fina und wurde dazu eingeladen, hier ein bisschen zu moderieren. Und Miriam und Paulina haben die ganze Sache organisiert. Und ihr könnt ja auch Levin und Annika noch sehen. Die sind heute mit bei uns zu Gast. Genau. Und ihr könnt auch sehen, dass eure Mikrofone gerade ausgeschalten sind. Das ist einfach, um die Nebengeräusche ein bisschen zu minimieren. Und falls ihr aber irgendwelche Fragen habt oder so, dann könnt ihr jederzeit auch in den Chat schreiben. Und den findet ihr, wenn ihr mit der Maustaste nach unten geht, auf dieser Leiste. Das ist so eine Sprechblase. Genau, da könnt ihr jederzeit reinschreiben. Und genau, ansonsten sind wir natürlich auch sehr neugierig, genau, was euch dazu bewogen hat, heute hier mit am Webinar mitzumachen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich mal alle in den Chat schreiben, was für Erwartungen ihr so an die nächste Stunde habt und ja, warum ihr hier seid. Ah, da kommt was darüber erfahren, wie Corona die Landwirtschaft verändert. Sehr gut. Ich glaube, da werden wir heute auf jeden Fall einen Einblick bekommen. Möchte noch jemand seine Erwartung teilen? Okay. Doch, ich, also ja, Ja. zum einen habt ihr mich ja eingeladen und zum anderen bekomme ich im Moment eigentlich nur mit, wie wir es hier auf unserem Hof machen und finde es daher halt auch interessant, wie das irgendwie woanders, also wie andere Betriebe damit umgehen oder auch was vielleicht jetzt andere Leute dann so zu den verschiedenen Wegen denken, die jetzt die Betriebe einschlagen. So, genau. Ja, Ja, und halt super. auch noch so die politischen Fragen, die da dranhängen. Da freue ich mich auch drauf, die zu diskutieren. Cool. Sehr schön, danke. Super. Genau, ihr fragt euch bestimmt, was genau heute so passiert. Und als allererstes werden Miriam und Paulina gleich einen kurzen thematischen Einstieg geben. Und danach machen wir ein kleines Gespräch mit Annika und Levin, die beide auf einem Hof arbeiten, auf zwei verschiedenen Höfen. Und danach gibt es noch so eine kleine Take-Home-Aufgabe, also was, wo wir selbst alle noch aktiv werden können. Und ganz am Ende gibt es noch einen kleinen Abschluss. Also wir sind genau nach ungefähr einer Stunde oder ein bisschen weniger dann fertig. Und das Ganze wird auf Audio aufgezeichnet und das Audio wird dann in den nächsten Tagen auf YouTube auf den Janun-Kanal hochgeladen. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anhören oder Freunde und Freundinnen von euch. Und genau, den Link habt ihr ja vielleicht schon in der Werbung bekommen und der ist jetzt auch nochmal im Chat, falls ihr daran Interesse habt. Genau, und damit würde ich jetzt überleiten an oder übergeben an Miriam und Paulina für den kleinen Einstieg. Ja, hi, ich bin Miriam von Ich bin Janu. Paulina, genau. Und genau, wir beide kennen uns aus Lüneburg, sind jetzt irgendwie beide immer noch aktiv, waren zusammen bei Ekona, bei der Initiative aktiv. Ich bin mittlerweile nicht mehr in Lüneburg, aber das hindert uns gerade zum Glück gar nicht am Zusammenarbeiten, weil wir uns digital treffen. Und Ekona ist eine Initiative, die sich viel mit dem Ernährungssystem beschäftigt, damit wie ja das Ernährungssystem nachhaltig gestaltet werden kann. Und genau, da machen wir so verschiedenste Sachen, können wir auch gerne später irgendwie nochmal drüber sprechen. Und genau, weil uns einfach dieses Thema irgendwie viel interessiert, hatten wir die Idee für diese Online-Gesprächsreihe Ernährung ist systemrelevant. Genau, weil wir haben beide den Eindruck gehabt, dass die aktuelle Lage mit dem Coronavirus und den dadurch beschlossenen politischen und sozialen Gegenmaßnahmen auf sehr viele verschiedene Bereiche der Ernährung sich auswirkt. Manche werden ja auch in den Medien diskutiert, wie zum Beispiel fehlende ErntehelferInnen. Und wir wollten gerne auch noch mal ein bisschen die Perspektive weiten und noch mehr Menschen, Akteuren, Akteurinnen aus den verschiedenen Bereichen des Ernährungssystems zuhören, wie sich gerade ihr Alltag verändert und was sie auch vielleicht für Schwierigkeiten oder auch für Chancen für die Zukunft sehen.
Und genau, wir haben heute Levin und Annika eingeladen, in späteren Folgen noch andere Personen. Die können uns jeweils einen Einblick in ihre Lebensrealität geben, stehen damit jetzt nicht für eine gesamte Gruppe. Also wir können nach diesem Webinar jetzt nicht sagen, die Landwirtschaft geht so und so mit Corona um. Aber wir haben erste Eindrücke, wie zwei verschiedene Landwirte, Landwirtinnen mit der aktuellen Situation umgehen. Genau, wir haben Glück, dass wir die Zugänge haben und die Möglichkeiten, uns so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, und haben eine eher privilegierte Perspektive auf dieses Thema. Wenn jemand noch Ideen hat, wie wir noch mehr Menschen erreichen können oder mit einbeziehen können, die vielleicht nicht immer einen Zugang zu so etwas haben, dann sagt uns das gerne noch am Ende der Session. Genau, und wäre jetzt ja das Wort Ernährungssystem irgendwie schon häufiger gefallen. Genau, wir haben uns so ein bisschen, das kennt ihr vielleicht schon aus dem Werbeplakat, genau, orientieren wir uns so ein bisschen an dem Ernährungssystem, also genau, was ihr jetzt hier quasi sehen solltet oder seht. Ich hoffe, das klappt bei allen. Ist einmal das Ernährungssystem und heute sind wir hier bei den Landwirtinnen und Landwirten und genau, danach geht es ja weiter zur Verarbeitung gegebenenfalls, ansonsten vielleicht auch direkt zum Verkauf bis hin zu den letztendlichen KonsumentInnen. Wer jetzt nicht drauf ist, ist die vorgelagerte Industrie und auch hier zwischen der Verarbeitung und dem Handel gibt es natürlich viele Zwischenschritte und genau, auch noch Cafés, Restaurants, großverarbeitende Betriebe. Sieht nicht alles immer so aus wie auf unserem Bild, aber das ist so ein bisschen das, woran wir uns orientieren, aus welcher Perspektive wir das Ganze betrachten. Und genau, für uns zeigt sich halt vor allem, oder genau, dass halt alles zusammenhängt, dass quasi hinter ja, jeder Handlung, jedem Hamsterkauf oder jeder anderen Kaufentscheidung, jeder Kartoffel quasi mehr steckt als irgendwie ja, einfach nur eine Person oder eine Sache, sondern das Auswirkungen irgendwie auf das ganze Ernährungssystem hat. Und das ist natürlich auch spannend, irgendwie wer entscheidet, wer von wem abhängig ist. Genau, und das, die damit zusammenhängenden Fragen hoffen wir zumindest teilweise heute irgendwie ja, beantworten zu können und finde es halt spannend, wo überall Verbindungen auftauchen und vielleicht irgendwie die Verbindung von der Landwirtschaft, die jetzt sehr fern ist von den Konsumenten teilweise, ja, sich vielleicht auch irgendwie verändert durch Corona oder vielleicht auch nicht. Wir sind gespannt. Genau. Vielen Dank für den kleinen Überblick. Dann würde ich auch schon Annika und Levin auf unserer kleinen virtuellen Bühne begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Genau, Annika, die hat hier in Lüneburg Umweltwissenschaften studiert und macht seit August einen ökologischen Freiwilligendienst auf einem Gemüsebaubetrieb. Und Levin hat eine landwirtschaftliche Ausbildung und vor 3 Jahren auch berufsbegleitend die Meisterschule gemacht und übernimmt auf seinem Hof vor allem Verantwortung im Ackerbau und auch in der Hühnerhaltung. Genau, und wir haben uns natürlich im Vorfeld auch ein paar Fragen für euch überlegt. Aber falls ihr Teilnehmenden auch Fragen habt zwischendurch, dann könnt ihr die zu jeder Zeit im Chat auch stellen. Und ich werde dann versuchen, sie im Gespräch mit einzubringen. Und ich denke, da wir eine kleine Gruppe sind, genau, wird auch jede Frage bestimmt Raum finden. Genau. Ja, und dann komme ich auch schon zur ersten Frage. Levin, wie hat sich denn in den letzten Wochen dein Alltag auf dem Hof so verändert? Also mein persönlicher Alltag hat sich eigentlich sehr wenig verändert. Die ganze Corona-Geschichte fällt in eine sehr arbeitsintensive Zeit gerade. Wir machen Aussaaten und auch sonst
gibt es eigentlich im Frühjahr immer sehr viel auf dem Hof zu tun, sodass jetzt auch eigentlich keine Zeit wäre für sonstige Urlaubs-Freizeitaktivitäten um die Jahreszeit. Ansonsten habe ich doch immer noch Kontakt zu Berufskollegen, auch aus dem konventionellen Umfeld hier im Dorf. Und ich vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen für die spreche, habe nicht das Gefühl, dass auch die jetzt in ihrem täglichen Arbeitsalltag groß beeinträchtigt werden, beziehungsweise man schüttelt sich auch die Hand und ist eigentlich so ganz frohen Mutes, weil man sitzt auf seiner Scholle und kriegt eigentlich von dem Zauber da draußen nicht so viel mit, außer vom Radio. Ne? Ich sag mal, natürlich bestehen Ängste und da, glaube ich, geht es auch in der nächsten Frage noch weiter drum. Aber ich würde auch sagen, durch die Systemrelevanz sind einem da durchaus auch Vorzüge gegeben. Also das fängt an bei Ämtern. Zulassungsstelle ist natürlich wiederum für landwirtschaftliche Sachen geöffnet. Das geht weiter bei landwirtschaftlichem Bedarf, ist alles als systemrelevant eingestuft und hat daher offen, ne? Was wir jetzt so im laufenden Betrieb brauchen. Ne? Okay, also bei der Arbeit erstmal gar nicht so eine Veränderung sozusagen. Nee, wo wir die Veränderung sehr stark spüren, ist in der Direktvermarktung, wo ich jetzt aber nicht direkt tätig bin. Und da sehen wir schon auf jeden Fall einen sehr starken Anstieg, also eine hohe Nachfrage, sowohl im Bereich der Biokisten als auch im Hofladen, wo einfach die Leute das Bedürfnis haben, viel einzukaufen. Und vielleicht sich auch ein bisschen mehr nochmal mit Nahrungsmitteln auseinandersetzen. Man weiß es nicht, sie kaufen auf jeden Fall alle Mehl und Hefe. Vielleicht fangen jetzt alle an zu backen. Auch das sind Vermutungen. Alles klar, vielen Dank. Annika, wie ist es denn bei dir auf dem Hof? Also, ja, es ist insofern ähnlich wie bei Levin, als dass bei uns halt, genau, es ist jetzt gerade irgendwie die Frühjahrsbestellung dran. Das heißt, wir haben auch viel zu tun auf dem Acker. Und hier merke ich aber schon, also hier gibt es schon auch Veränderungen im Arbeitsalltag. Das betrifft jetzt tatsächlich weniger die Arbeiten, die wir machen. Also wir müssen eigentlich die Arbeiten so machen wie jedes Jahr. Aber es betrifft halt schon den Umgang miteinander, also so als Team auf dem Hof und auch irgendwie so Sicherheitsvorkehrungen. Also meine Chefs, die machen sich schon Sorgen wegen Corona und haben vor allen Dingen die große Sorge, dass sie beide gleichzeitig ausfallen könnten oder dass halt irgendwie große Teile vom Team gleichzeitig irgendwie 2 Wochen lang krank im Bett liegen, in der Zeit, in der vielleicht gerade viel zu tun ist, vielleicht sehr trocken, man muss viel bewässern und dass es dann irgendwie nicht zu, ja, dass dann die Arbeit nicht zu schaffen ist. Und das heißt, anders als bei Levin ist es halt schon so, dass wir uns jetzt nicht mehr die Hände geben, dass wir während der Arbeit darauf achten, Abstand zueinander zu halten. Und das auch noch wichtig, also oder das ist auch noch eine große Veränderung. Wir haben sonst immer zusammen gefrühstückt und zusammen zu Mittag gegessen als ganze Hofgemeinschaft und so groß sind wir nicht. Also wir sind meistens 5 bis 7 Leute oder so. Aber das haben wir jetzt aufgehört und wir haben uns jetzt auf 3 Haushalte aufgeteilt. Also ein Haushalt für die FJler und Azubis, ein Haushalt für meine Chefs und ein Haushalt für noch die Mutter von meiner Chefin. Also wir sind eigentlich jetzt so in 3 Untergrüppchen aufgeteilt und die Idee dabei war, dass wenn Leute krank werden, dass es dann halt nicht das ganze Kernteam sozusagen auf einmal erwischt. Genau. Das hat sich verändert dann auch, was die Vermarktung angeht, auf jeden Fall. Also wir haben auch einen Hofladen. Normalerweise hätten wir den an Ostern aufgemacht, aber weil ich glaube schon so ein Gefühl von Stress und was wird jetzt als nächstes passieren, wurde das erstmal auf Anfang Mai verschoben, den Hofladen zu öffnen, was jetzt aber auch noch nicht so eine Riesensache ist, weil, also wir machen ja Gemüsebau und wir haben im Moment auch noch nicht so wahnsinnig viel Gemüse zu verkaufen, nur Salate, Radieschen und
irgendwie Frühlingszwiebeln und da weiß ich auch nicht, ob das sich jetzt, also da glaube ich nicht, dass es jetzt schon irgendwie wirtschaftlich eine große Einbuße ist, weil es einfach noch so wenig Sorten gibt, die wir anbieten können. Ja, sonst noch was anders? Nee, denke. Ja, und am Anfang, als es ganz neu kam mit dem Corona, also als kurz bevor das dann auch irgendwie gesamtgesellschaftlich da diese Kontaktsperre irgendwie eingeführt wurde, da gab es schon mal irgendwie 1-2 Wochen, wo hier auch so ein bisschen das Stresslevel gestiegen ist, weil noch einfach nicht klar war, was zum Beispiel passiert, wenn jemand auf dem Hof infiziert ist, ob es dann irgendwie so einen Rückruf von Produkten geben wird oder sowas. Und da wissen wir jetzt, dass das nicht der Fall ist. Also so genau. So, also wie ich bisher informiert bin, ist es so, dass man da nicht irgendwie damit rechnen muss, dass man irgendwie nicht mehr verkaufen darf oder so. Insofern hat sich, glaube ich, da auch die Stimmung ein bisschen entspannt. So, ja. Okay, und wenn ihr jetzt die ganzen Abstandregeln einhalten müsst, auf dem Feld zum Beispiel auch, wirkt sich das dann auch irgendwie auf eure Arbeitszeit aus? Also braucht ihr dann länger sozusagen für die einzelnen Schritte? Ganz manchmal werden Sachen ein bisschen komplizierter. Wenn wir jetzt irgendwie zusammen an einer Maschine schrauben und uns dann halt irgendwie 2 Arbeitsplätze aufbauen, wenn wir sonst eigentlich eher an einem Tisch stehen würden oder so, dann dauert das mal ein bisschen länger. Aber ansonsten hat man ja in der Landwirtschaft eigentlich auch die ganze Zeit sehr viel Platz und sehr viel frische Luft um sich. Also ich würde auch sagen, das ist ein Beruf, in dem das Ansteckungsrisiko per se eher gering ist. Und das sind dann eher nur so, genau, gemeinsam an der Maschine arbeiten oder wenn man Gemüseaufbereitung macht, also zum Beispiel Zwiebeln putzen oder so, dass wir da einfach ein bisschen mehr drauf achten müssen, unsere Arbeitsplätze weit genug auseinander aufzubauen. Ja. Ja. Fühlt sich auch alles gerade noch so ein bisschen an wie so Proben für den Ernstfall, weil hier in der Ecke hat es irgendwie eh noch keiner. Okay, so eine langfristige Vorbereitung. und Levin, wenn du die Situation, die Corona-Situation jetzt weiterdenkst, gibt es etwas, was du irgendwie befürchtest, was in den nächsten Wochen noch passieren könnte oder auch vielleicht was du dir wünschst für die nächsten Wochen? Also Befürchtung ist auf jeden Fall, da wir hier sehr stark auf die Direktvermarktung setzen, dass natürlich ein Fall hier auftritt und wir darauf reagieren müssen. Wir haben schon in gewissem Rahmen darauf reagiert, dass wir einfach auch im Sozialen, was die Hofgemeinschaft angeht, Abstand halten. Aber da ist irgendwie so ein unklar, wie das dann weitergeht. Ne? Müssen sozusagen Bereiche geschlossen werden? Kann überhaupt beliefert werden? Was ist, wenn ein Fall im Hofladen auftritt? Macht dann der Hofladen zu oder ist das unter besonderen Vorkehrungen weiter möglich? Man hat das noch nicht so an sich rangelassen, was wohl wäre, wenn man selbst erkrankt. Das ist natürlich auch, ich würde sagen, habe ich persönlich jetzt nicht jetzt eine große Angst vor, aber das ist bei vielen, glaube ich, doch auch ein Thema, wo man auch nicht genau weiß, wie verändert sich das Sozialleben dann auf dem Hof. Ansonsten würde ich sagen, hat so eine Krise natürlich auch irgendwo ein gewisses Potenzial. Also man merkt einfach, dass die Menschen, die jetzt in Läden, auch in Supermärkten hier einkaufen, einfach ein sehr großes Bedürfnis haben nach einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung. Und da ist, denke ich, einfach eine regionale Wertschöpfung der Landwirtschaft sehr zukunftsweisend. Und da auch wieder Schritte hinzugehen, das tut, glaube ich, der Natur sehr gut und auch den Leuten, die dann wieder vielleicht bei ihren Bauern einkaufen und sich einfach mal umsehen. Wer hat sonst noch irgendwie regionale Kartoffeln, dies, das und könnte mich vielleicht in einer anderen Krise vielleicht auch beliefern. Und da denke ich auch, ist sehr viel Potenzial für die Umwelt, dass man vielleicht auch national nochmal guckt, was sind die Produkte, die wir
für eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung brauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht der hohe Anteil an Energiepflanzen bisher in der Fruchtfolge vielleicht auch mal in Frage gestellt wird, wo wir jetzt sehr viel auch eiweißhaltige Produkte zur Tierfütterung importieren und natürlich Sachen für unsere Ernährung importieren, die wir vielleicht gut auch hier herstellen könnten, mit bisschen mehr Aufwand vielleicht, aber dadurch eine sichere Nahrungsmittelversorgung hätten. Also wir haben eine sichere Nahrungsmittelversorgung, denke ich schon, aber nicht in allen Produkten. Okay, und denkst du, dass in die Richtung auch schon gerade Schritte gemacht werden, sozusagen? Also bekommst du das bei euch auf dem Hof zum Beispiel mit oder bei den KollegInnen am Ort, dass mehr Leute sich auf die Landwirtschaft, also die regionalen Produktionen zurückbesinnen sozusagen? Das konnte ich jetzt so noch nicht direkt feststellen. Ist irgendwo ein Wunsch natürlich, weil, also man beobachtet das bei den Leuten ja, dass sie wieder anfangen, auch zum Beispiel vermehrt ja Gartenprodukte, Samen, dies, das zu kaufen, weil sie natürlich meinen, sie könnten dadurch irgendwie vielleicht ein bisschen autarker werden, aber ich denke, dass eine regionale Landwirtschaft da sehr viel beitragen könnte. Und Annika, wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Befürchtungen für die nächsten Wochen, wie es weitergehen kann oder auch Wünsche für die Situation? Also für mich ganz persönlich Perspektive für den Hof. Also es ist wirklich ein kleiner Betrieb und es hängt eben sehr viel von zwei Menschen ab, die sich mit allem auskennen. Bisher waren hier immer nur ökologische Freiwillige und das heißt, dass es halt außer meinen beiden Chefs nicht wirklich jemanden gibt, der zum Beispiel weiß, wie die Beregnungstrommel und so zu bedienen ist. Und da wäre jetzt schon die Sorge, dass, wie gesagt, dass wenn die zwei irgendwie ausfallen für eine längere Zeit, wenn es die vielleicht ein bisschen stärker erwischt, dass dann einfach ein großer Teil irgendwie der Kulturen eingeht, vertrocknet und meine Mit-FÖJlerinnen und ich das halt dann irgendwie nicht kompensieren können. Das wäre so eine Sorge. Was jetzt aber allerdings, wir sind auch schon bei so ein bisschen so positiven Sachen, oder? Oder kommt das erst in der nächsten Frage? Nee, du kannst ruhig auch schon positiv. Weil das hängt direkt damit zusammen. Also was ich jetzt zum Beispiel schön finde, ist halt, dass meine Chefs das auch so ein bisschen gerade so realisieren, dass das vielleicht viel besser wäre, wenn es noch irgendwie mehr Menschen gibt außer ihnen, die irgendwie langfristiger mit dabei sind und sich besser auskennen. Und jetzt halt auch ganz bewusst sagen, okay, so Dinge wie funktioniert die Beregnung oder wie macht man Buchungen oder wie schreibt man Rechnungen und so, das sollten wir vielleicht noch anderen Leuten beibringen, damit das im Zweifel dann auch noch andere machen können. Also, dass so ein bisschen so diese Wissenskonzentration in so ganz essentiellen Sachen, ich meine, es ist klar, dass die sich am Ende am besten auskennen und so die Entscheidung treffen, aber einfach sozusagen so die Basics, die es braucht, dass der Betrieb irgendwie weiterlaufen kann für ein paar Wochen ohne die, dass die auch mal irgendwie andere Leute erfahren und dass die vielleicht dann auch, dass es dann vielleicht auch mal so zum Einsatz kommt, diese Tatsache, okay, wir können hier auch mal eine Zeit weg sein, wir können auch mal ausfallen, dass es vielleicht auch so ein bisschen das Stresslevel oder so von den beiden ein bisschen reduziert, dieses Gefühl, wir sind schon super wichtig, aber wir können auch mal eine Zeit lang weg. So, genau, weil ich glaube, das ist im Moment noch nicht der Fall. Und dann in Bezug so auf die Vermarktung. Wir beliefern, also ein Großteil von unserem Gemüse geht an eine Abokiste. Wir packen die Abokiste nicht selber, sondern wir fahren das hier im Ort, ist sozusagen die Packstation. Da beliefern verschiedene Gemüsebaubetriebe und die packen das dann in Kisten und mischen das Gemüse eigentlich. Und das wäre schon noch so eine Sorge, so was passiert, wenn diese Abokiste aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Also da würde uns halt ein ganz, ganz wesentlicher Teil von unseren Abnehmern irgendwie fehlen. Aber
ich denke, damit könnte man klarkommen, weil ich glaube, dass, also wir sind recht nah dran an Berlin und ich glaube, es gibt da immer Wege, irgendwie das Gemüse nach Berlin zu verkaufen. Und sonst, ja, was ein bisschen schade ist gerade, ist, dass, oder was ich halt wahrnehme, ist, dass so ein bisschen so, es gibt hier in dem Dorf einfach unterschiedliche Wege mit den Sicherheitsmaßnahmen umzugehen und auch unterschiedliche Sichtweisen darauf, was gerade wichtig ist. Und es gibt zum Beispiel Leute, die voll mitgehen bei Isolation und Abstand halten und irgendwie so ganz krass irgendwie auf der Linie sind von vor allen Dingen die Krankheit aus eindämmen, also vielleicht vor allen Dingen irgendwie dieses Virus im Blick haben. Und dann gibt es andere Leute, die haben viel mehr sozusagen die Nebeneffekte von diesen ganzen Maßnahmen im Blick und finden es vielleicht auch ein bisschen schwierig, dass Grundrechte im Moment so stark eingeschränkt sind und so. Und da kriege ich halt schon mit, dass das auch echt zu Konflikten führt oder auch so ein bisschen spaltend wirkt. Also ich glaube am Ende, also es gibt ja staatliche Vorgaben, aber am Ende hat jeder als Privatperson irgendwie so einen Ermessensspielraum und aus meiner Sicht ist es echt wichtig, dass man sich da als Individuum auch Gedanken drüber macht, wie will ich jetzt damit umgehen und was ist irgendwie aus meiner Sicht wichtig und ich finde es auch wichtig, dass es Menschen gibt, die Sachen wie so eine starke Kontaktsperre hinterfragen, die irgendwie fragen, was macht das für Leute, die vielleicht zu Hause sich nicht in Sicherheit fühlen und so. Also genau. Und habe aber halt schon auch mitgekriegt, dass das dann teilweise auch irgendwie so über Leute geredet wurde, die sich weniger oder stärker daran halten. Also so ein bisschen so sich gegenseitig zu denunzieren oder so. Und das hoffe ich, dass das nicht stärker wird, sondern dass es da eher so eine Akzeptanz dafür gibt, dass halt keiner gerade so wissen kann, wie schlimm das noch wird und was am Ende richtig war. Und deswegen irgendwie das auch zu akzeptieren, dass verschiedene Menschen verschiedene Wege irgendwie wählen. So. Und ja, und dann könnte ich mir halt noch vorstellen, dass vielleicht Gemüse dieses Jahr echt teuer wird. Also ich habe vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, dass nur 10-15% der in Deutschland verzehrten Gemüse irgendwie aus Deutschland kommt. Und halt ein Großteil kommt aus Spanien und Italien. Ich weiß nicht, wie viel Gemüse aus Spanien und Italien dieses Jahr geliefert wird. Und das wäre halt, also da merkt man auch, wie wichtig das ist, halt irgendwie so regionale Wirtschaft zu haben, weil gerade wenn es darum geht, dass man irgendwie in den nächsten Monaten, Jahren irgendwie sich mit einem relativ happigen Virus vielleicht auseinandersetzen muss als Mensch, dann freut man sich, wenn man irgendwie vorher und währenddessen gesundes Essen hatte und sich fit fühlt und dann der Körper auch sagt, ja gut, komme ich klar mit. Okay, vielen Dank für eure Einblicke da. Also total vielfältig und auch sehr spannend zu sehen. Einmal, was für Verantwortung auch jeder Einzelne von uns sozusagen in der Situation hat, auch den Blick halt offen zu halten für regionale Versorgung und was eben an den Einschränkungen noch dranhängt und gleichzeitig aber auch das Potenzial zu sehen, was so eine Lernerfahrung sozusagen die, durch die Situation jetzt auch entstehen kann. Sehr spannend. Ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel und das wäre, dass unsere Webinarreihe ja Ernährung ist systemrelevant heißt. Würdet ihr euch beide auch als systemrelevant bezeichnen? Ein bisschen klang das ja schon an in Levins Ausführungen vorhin. Ja, auf jeden Fall, weil Essen ist einfach systemrelevant für die Menschen. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, es wird berichtet sozusagen von einer Wirtschaftskrise womöglich. Und da kam bei mir natürlich auch die Frage auf, inwiefern haben die Leute vielleicht noch sozusagen irgendwann Geld für ökologische Lebensmittel, die da tatsächlich relativ hochpreisig sind, weil sie einfach aufwendiger produziert werden. Und das ist natürlich, naja, vielleicht auch ein Teil der Ängste, dass ja, Landwirtschaft ist systemrelevant, aber
inwiefern wird die ökologische Landwirtschaft als systemrelevant gesehen? Weil im Moment ist, glaube ich, immer noch die Auffassung, dass es irgendwie eine Nische ist und das vielleicht für die Reichen ist und quasi das Produkt ja nicht unbedingt braucht, aber ja tatsächlich die der sozusagen Prozess, den die ökologische Landwirtschaft mit der Natur macht, da natürlich nicht genug berücksichtigt wird vielleicht. Die Prozessqualität, das wollte ich sagen, ja. Annika, was würdest du sagen? Ja, also ich bin da der gleichen Meinung, dass Landwirtschaft auf jeden Fall systemrelevant ist und gerade ökologische Landwirtschaft und tatsächlich irgendwie Produkte, die auch noch so eine Vitalkraft irgendwie haben. Also mittlerweile, wenn ich mir vorstelle, so eine in Plastik eingeschweißte Gurke im Supermarkt, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das irgendwie so einen mega, mega positiven Einfluss auf mich haben sollte, auf meinen Körper, weil das irgendwie schon so tot aussieht. Und genau, deswegen würde ich sagen, ja, so frische regionale Produkte sind irgendwie super wichtig und sind natürlich auch was man nicht irgendwie auf Vorrat herstellen kann und dann in der Krise irgendwie, also man kann schlecht irgendwie Salat fürs nächste Jahr mal ernten oder so, das geht immer nur für den nächsten Tag. Und ja, insofern ja, systemrelevant. Und zu dem, was Levin gerade gesagt hat, ja, also ich kann das voll gut nachvollziehen, die Bedenken. Ich habe aber, oder könnte mir eher vorstellen, dass vielleicht jetzt mehr Menschen auch sozusagen, weil dieses Virus ist jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein Virus, was wo man nicht irgendwie denkt, naja, wenn ich schlimm krank werde, dann gehe ich ins Krankenhaus und dann hilft man mir da. Weil man eben irgendwie auch weiß, dass es da noch nicht so richtig eine klare Therapie gibt und weil irgendwie auch klar ist, dass zwar im Moment noch für alle, die Beatmungsgeräte brauchen, genug da sind, aber ich persönlich denke zumindest, ich stelle mich mal darauf ein, dass mein Körper damit irgendwie selber fertig werden muss. Und dann vielleicht auch Leute irgendwie anfangen, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich denn meinen Körper an den Punkt, dass er mit sowas klarkommt. Und dann vielleicht auch über einen gesünderen Lebensstil nachdenken und irgendwie darauf achten, genug zu schlafen und halt gesund zu essen. Und dann vielleicht auch irgendwie sich da auch Prioritäten verschieben und vielleicht auch mehr Menschen bereit sind dann, ja, also ja, Ökoessen, Bioessen ist teuer und das ist irgendwie auf jeden Fall ein Problem, dass es sich nicht alle Menschen leisten können. Aber ich glaube, es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die es sich vielleicht leisten könnten, wenn sie in anderen Lebensbereichen irgendwie bereit wären, sich ein bisschen mehr einzuschränken. Und vielleicht verschieben sich da ja jetzt so ein bisschen die Prioritäten hin zu Gesundheit. Und genau, das wäre cool. Okay, ja. Vielen Dank euch beiden. Also sich auch zu fragen. Ah, und ja. Noch was. Auch wenn man mal drüber nachdenkt, wie es gibt ja im Moment diese Theorie, dass dieses Virus überhaupt erst auf den Menschen übergegangen ist, weil große Flächen Regenwald oder so abgeholzt wurden und dann die Flughunde, die da gewohnt haben, keinen Lebensraum mehr hatten und deswegen irgendwie näher an die Menschen rangekommen sind oder die Menschen an die Flughunde. Auf jeden Fall wurde der Kontakt größer. Und also es kommt gerade aus der industriellen Landwirtschaft, glaube ich. Also die Art und Weise, wie Landwirtschaft industriell gemacht wird mit Systemen, in denen eben massiv irgendwie Antibiotika zum Einsatz kommen oder in denen ökologische Kreisläufe total durcheinander gebracht werden, da ist es dann irgendwie auch leider gar nicht so verwunderlich, dass da Dinge entstehen wie so ein Coronavirus oder irgendwie auf die falschen Lebewesen übertragen werden, nämlich in dem Fall jetzt halt Menschen. Genau. Okay, dankeschön. Ja, also auf jeden Fall viele Argumente, die hier für die biologische Landwirtschaft genannt wurden und sich auch zu fragen, halt, welche Landwirtschaft muss sozusagen mehr gesichert werden oder ist wünschenswert, gerade auch in dieser Situation. Super, es wurden gar keine Fragen im Chat bisher gestellt von allen, die hier noch mit dabei sind.
Habt ihr jetzt noch eine Frage, die ihr gerne stellen möchtet? Ihr könnt die auch gerne übers Mikro stellen, wenn ihr euer Mikro anmacht, aber sie auch im Chat schreiben. Genau, jetzt ist die Gelegenheit. ErntehelferInnen, genau, sind die bei euch auf den Höfen? Werden die dort gebraucht? So SaisonarbeiterInnen zum Beispiel? Ja, die werden gebraucht. Also ich kenne die Problematik gerade hier von einem benachbarten Obstbaubetrieb, die einfach darauf angewiesen sind. Also die Erntehelfer, die auch schon lange dem Hof verbunden sind aus Polen, aber trotzdem im Moment keine Möglichkeit besteht, dass irgendwie, dass die schnell kommen, sozusagen, wenn jetzt wieder Arbeit anfällt. Bei uns auf dem Hof ist es zurzeit nicht so ein Problem, noch nicht, einfach weil die Hofgemeinschaft ein sehr großes soziales Umfeld auch hat, wo sich das vielleicht, so ist meine Vermutung, man weiß es nicht, vielleicht auch in gewissem Rahmen ausgleicht. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht auch eine Chance, das mal sozusagen neu zu denken und vielleicht auch wieder mit Leuten zu besetzen, die ja, sowieso Interesse an der Landwirtschaft haben oder ja, mit Leuten, die hier näher wohnen. Also auch eine Chance für alle, die in der Nähe eines Hofes gerade wohnen, sich vielleicht auch mehr in der Landwirtschaft zu engagieren als Helfer oder Helferin. Ja, okay. Ich meine, es gibt bestimmt Fälle, wo Leute in irgendwelchen Bürorufen sind, wo sie jetzt gar nicht mehr aktiv sein können. Und so meine Vorstellung auf dem Bauernhof, wir helfen damit als Erntehelfer und stellen fest, dass es ja viel mehr Spaß macht, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ne? Also, ja. Bei uns ist es auch so, dass die Leute, also es kommen ja auch immer regelmäßig Leute, die noch zusätzlich mithelfen, so irgendwie für einen Vormittag oder so oder mehrere Vormittage in der Woche. Aber das sind eben Menschen, alles Menschen aus dem Ort. Und es war schon so, dass irgendwie zu Beginn der Kontaktsperre sehr viele Leute hier angefragt haben, ob sie für einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche jetzt mal rauskommen können. Also gerade Berlin, ne? Also es gab viele Leute in Berlin, die Bock hatten, irgendwie ihre Wohnung verlassen zu können und auf dem Acker zu arbeiten. Und das war aber, also wir sind jetzt auch gerade kein Betrieb, der jetzt irgendwie hektarweise zum Beispiel Spargel zu stechen hätte und jetzt dringend Leute braucht. Und so war es für meine Chefs dann gar keine, also das war nicht wirklich, diese Anfragen waren nicht wirklich eine Hilfe, weil sie eben eigentlich Leute gerade noch suchen, die sagen, sie sind längerfristig dabei, also die ganze Saison, damit eben dann genau das funktioniert, dass man irgendwie die Leute tiefer einarbeitet und es so ein bisschen eben, ja, dass eben meine Chefs dann auch so ein bisschen sich entspannen können und sich sagen können, okay, falls wir das jetzt kriegen, dann fällt nicht alles zusammen. Und wenn halt irgendwie Menschen nur so, also diese Welle von, hey, wir gehen jetzt raus aufs Land und wir helfen da irgendwie mit, wir machen ein bisschen mit, das sind halt dann wahrscheinlich nicht Leute, die dann so weit sich da reingeben, dass sie so eine Verantwortung, so einen hohen Grad an Verantwortung und Durchblick einfach erlangen. Genau. Okay. Ich sehe gerade, unsere Zeit schreitet ganz schön voran. Wir hatten eigentlich gleich noch eine Take-Home-Aufgabe geplant, aber es sind jetzt noch ganz viele spannende Fragen auch in den Chat gekommen. Ich weiß nicht, wie die Stimmung bei euch allen gerade ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, einfach noch ein paar Fragen an genau Levin und Annika weiterzuleiten. Also alle, die dazu eine Meinung haben, gebt ruhig kurz ein Zeichen. Ansonsten würde ich einfach mit den Fragen weitermachen. Okay, super, danke. Da gehen die Daumen hoch. Die könnt ihr unten bei Reaktion auch zeigen. Super. Dann kam noch eine Frage in den Chat. Was müsste passieren, damit sich positive Änderungen auch umsetzen und langfristig bleiben? Also in der Gesellschaft, in der Politik, wirtschaftliche Anreize. Was sind eure Gedanken dazu?
Levin vielleicht. Annika ist kurz verschwunden. Ja, ich denke mal, dass erstmal muss die Thematik ins Bewusstsein der Leute kommen und ist, glaube ich, durch so eine Krise jetzt einfach eingetreten. Ne? Die Leute haben das ins Bewusstsein gerufen gekriegt, wenn ich jetzt nicht mehr in den Supermarkt gehen kann und die Regale sind voll, was dann? Ne? Und da denke ich, dass das durch so eine Krise vielleicht zum Bewusstsein entstehen kann und sich vielleicht dann positiv auswirkt. Ist die Frage, wie man das langfristig sozusagen auf stabile Beine stellen kann, so ein Bewusstsein. Habe ich jetzt mir gerade auch noch keine festen Gedanken zu gemacht. Es ist ja auch schwer, in die Zukunft zu schauen. Genau. Vor allem zu diesen Zeiten, ja. Annika, hast du dazu noch Gedanken, was passieren müsste, damit positive Veränderungen langfristig bleiben? Ich muss ehrlich sagen, ich nicht so wirklich, zumindest wüsste ich nicht jetzt, was LandwirtInnen konkret machen sollten. Also ich könnte mir einfach vorstellen, dass jetzt diese Erfahrung von dieser doch recht ungewöhnlichen Situation vielleicht bei vielen Leuten einfach so eindrücklich ist, dass sie auch dauerhaft irgendwie Verhalten verändert. Und sonst ist das, glaube ich, auch eine Frage, mit der sich so gerade irgendwie Menschen, die Marktstände betreiben oder so, auseinandersetzen werden. Genau. Also ich weiß, ja, nee, muss ehrlich sagen, habe da jetzt nicht so eine Idee. Alles klar. Vielen Dank. Es gab noch eine zweite Frage. Rechnet ihr damit, dass die Kunden, die ihr nun zusätzlich gewonnen habt, euch auch nach der Krise erhalten bleiben werden? Ich stecke jetzt nicht direkt in einem Vermarktungsbetrieb mit drin, aber ich könnte mir das schon vorstellen. Also wir haben immer sehr viele Anfragen von Neukunden auch im Bereich der Lieferkiste und wenn die sozusagen einmal sehen, wie gut die hofeigenen Produkte schmecken und vielleicht auch über einen guten Service das klappt, wieso sollten die nicht dabei bleiben? Also gerade geht es ja auch, die gewisse Risikogruppe, die natürlich auch gern beliefert wird. Und ich denke, es vielleicht auch gerade für ältere Leute interessant ist, wenn sie nicht ihren Einkauf aus einem Bioladen oder aus einem Supermarkt zusammensuchen müssen, sondern halt vor die Tür gestellt kriegen. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist es vielleicht auch angenehm, dabei zu bleiben. Okay, Annika, möchtest du dazu noch was sagen? Ich bin gar nicht sicher, ob wir jetzt so viele Kunden dazu gewonnen haben. Aber wenn, dann wüsste ich auch nicht, warum die wieder gehen sollten. Also genau, unser Laden ist ja noch zu und ich weiß nicht, wie es bei der Abokiste ist, weil das ein anderer Betrieb ist. Okay, vielen Dank. Es war super spannend, euch zuzuhören und total wertvoll und bereichernd, da so einen genaueren Einblick zu bekommen, wie es bei euch auf den Höfen ist. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und genau, ihr könnt gerne noch mit dabei bleiben. Wir haben jetzt noch so gut 10 Minuten ungefähr. Und genau, ich würde kurz unsere Idee der Take-Home-Aufgabe erläutern und wir werden die jetzt nicht so komplett durchführen, wie wir das geplant haben, in kleinen Gruppen, sondern einfach in unserer Gruppe. Und zwar geht es darum, dass letzten Freitag, am 17. April, der Tag des kleinbäuerlichen Widerstandes war und dazu gab es eine Kampagne von La Via Campesina. Das ist eine Organisation von KleinbäuerInnen weltweit. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns an dieser Kampagne, die noch bis Ende Mai läuft, zu beteiligen. Und hatten die Idee, jeder den Satz, ich bin stolz, BäuerInnen zu unterstützen, weil, zu vervollständigen.
und dann eben abzufotografieren und in den sozialen Medien unter verschiedenen Hashtags zu posten oder sich auch einfach zu überlegen, wie können wir diese Botschaft, dass wir KleinbäuerInnen unterstützen wollen, sonst noch verbreiten, auch außerhalb des Internets. Und die Idee wäre jetzt, dass wir, dass jeder mal überlegt, okay, wie könnte ich diesen Satz, ich bin stolz, KleinbäuerInnen oder BäuerInnen zu unterstützen, vervollständigen. Und dann können wir gerne gemeinsam jetzt mit Mikro an auch unsere Ideen teilen oder im Chat unsere Sätze erstmal posten. Würde ich dann auf diese, da kommt noch ein Satz, weil sie eine nachhaltige Landwirtschaft sicherstellen. Ja, genau. Für alle, genau, wir können diese Sätze ja auch im Anschluss an die Veranstaltung noch posten und verbreiten und die Botschaft für uns auch mitnehmen, unser alltägliches Leben sozusagen. Und genau, damit würde ich jetzt an Miri und Paulina wieder abgeben, die nochmal kurz alles in einen größeren Kontext einordnen wollen in den letzten Minuten oder zusammenfassen. Genau, vor allem zusammenfassen, gerne auch in größeren Kontext. Genau, ich hoffe, dass wir so einen guten runden Abschluss hinkriegen. Genau, ich fand es super spannend, habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, dass genau, vor allem sich in der Arbeit selber wenig verändert hat an sich erstmal. Und ich mich dann selber auch gefragt habe, ich die jetzt halt auch in der Stadt wohne, als möglich, dass die Berichterstattung in den Medien schon halt einfach auch sehr auf ein städtischeres Publikum zugeschnitten ist, was jetzt irgendwie volle Kante mitbekommt, wenn alles zu hat, was das bedeutet, was vielleicht für einen größeren Teil der Bevölkerung, die halt irgendwie ja mit anderen Dingen als mit in Bars gehen und ja einkaufen gehen, irgendwie beschäftigt sind, nochmal was ganz anderes ist. Genau, fand ich spannend und dann aber auf jeden Fall auch die Erkenntnis, okay, Landwirtschaft wird auch irgendwie als systemrelevant gesehen, die zuständigen Ämter haben offen, die, genau, das klappt irgendwie alles, wo es natürlich irgendwie Probleme gibt oder Veränderung ist halt im Zusammenleben mit der Hofgemeinschaft und da habe ich mich auch kurz gefragt, okay, ist das jetzt einfach nur schade oder ja, beeinträchtigt das irgendwie auch mehr oder bedeutet das irgendwie noch ja, noch mehr, als dass es einfach irgendwie schade ist, wenn man vielleicht nicht mehr zusammen essen kann. Was die Sorgen angeht, wurden vor allem irgendwie auch wieder ja, wirtschaftliche Sorgen genannt, weil man nicht weiß, wie es irgendwie genau weiterläuft. Vor allem, was passiert, wenn Corona auf dem Hof auftritt, dass es für solche Fälle irgendwie gerade die totale Unsicherheit herrscht und man es aber auch ganz gut ausblenden kann, einfach weil das Thema relativ weit weg ist. Ja, weil einfach irgendwie andere Themen gerade genauso wichtig sind, also Fragen nach Bewässerung, allem Möglichen. Genau, letztens habe ich ganz kurz mal mit einer Freundin hier drüber gesprochen, dass sie auch gehört hatte, so dass halt schon wieder von einem Dürresommer irgendwie geredet wurde. Uns allen ist vielleicht aufgefallen, es hat nicht so viel geregnet in den letzten Wochen. Und das, ja, sag. Ich meine, ach, bei euch auch nicht. Nee. Hier, also ich bin ja in Bonn, hier hat es letzten, am Ostermontag hat es geregnet und das war irgendwie das erste Mal seit Wochen gefühlt, genau. Und das, ja, das waren 2,5 Millimeter. Ja, genau, stimmt, es hat gestern auch genieselt, ja, das war, genau, für alle Leute, die wandern und Fahrrad fahren gehen, ist das wunderbar, aber genau, so darüber wird auch jetzt gerade ja gar nicht berichtet, habe ich zumindest ansonsten nichts mitbekommen. Mich gefragt, okay, gut, ist das vielleicht auch die nächste Krise, die dann irgendwie kommt, wenn jetzt der, ja, weiß nicht, irgendwie dürre Sommer nicht mehr ein Ausnahmezustand ist, sondern irgendwie, ja, sich auch eigentlich ja normalisiert, aber genau, und das ist mit sowas wie, was ist gesicherte Nahrungsmittelversorgung, eh nochmal neu überlegen müssen, aber genau, den Punkt fand ich auf jeden Fall spannend, dass, genau, Levin gesagt hat, die Menschen haben vielleicht auch mehr Bedürfnis irgendwie nach einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung und ja, interessieren sich zwangsläufig gerade ein bisschen mehr darüber, woher das Essen kommt.
Und womit wir irgendwie wieder bei diesem Ernährungssystem sind, dass eben ein Konsument oder Konsumentin nicht nur guckt, okay, ich habe jetzt mein Essen auf dem Teller, sondern sich irgendwie damit beschäftigen muss. Woher kommt das? Genau, dass Gemüse teurer wird und sich somit auch wieder diese ja, sozialeren Fragen stellen, wer kann sich das dann irgendwie leisten? Und wer kann sich ökologische Lebensmittel noch leisten, wenn die Wirtschaftsleistung also irgendwie einbricht? Finde ich gerade auch spannende Fragen, die man alle mal sich gut vernetzt vorstellen kann. Habe ich mir alle notiert. Genau, dann noch kurz zwei spannende Punkte zum Ende. Einmal, dass die vielleicht auch ja, Generationen irgendwie merken, okay, Wissenskonzentration ist irgendwie was, wo wir was machen müssen, da tut sich was. Es ist einfach wichtig, dass mehr Menschen teilhaben und Wissen haben. Genau, auch wenn der Anlass irgendwie traurig ist, dass man sich denkt, okay, wegen Krankheit kann ich vielleicht irgendwie nicht mehr arbeiten oder so, aber an sich ja eine gute Sache. Und genau, dass dieses, dass man sich gesünder ernährt, weil man irgendwie mehr ja, andere Prioritäten setzt und merkt, okay, dieses vielleicht irgendwie Konsum, Luxus sind Sachen, die ich nicht mehr brauche, dass dann auch ja gerade viele Leute vielleicht wertschätzen, dass sie Zeit haben für irgendwelche vernachlässigten Hobbys, aber vielleicht dann auch irgendwie so merken, boah, eigentlich ist doch Gesundheit das, was mir irgendwie am allerwichtigsten ist im Leben. Fände ich spannend, wenn sich das auch positiv auf ja, regionale Ernährung und sowas auswirkt. Genau, und ansonsten, gut, das Thema wird bewusster, aber ob die LandwirtInnen jetzt selber so viel Einfluss darauf haben, dass das irgendwie langfristig positive Folgen hat, wurde auch ein bisschen in Frage gestellt und genau, da müssen wir vielleicht alle einfach nochmal selber weiterdenken, weil auch das war jetzt heute nur ein ganz kleiner Anstoß und ein klitzekleiner Einblick in eine sehr diverse Akteursgruppe. Genau. Und genau, je mehr Landwirtinnen wir eingeladen hätten, desto mehr Perspektiven hätten wir gehabt. Aber ja. Ja, vielen Dank, Paulina, für die gute Zusammenfassung. Und ja, wie schön, dass wir Levin und Annika heute mit dabei hatten, die uns den Einblick auch geben konnten. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Und wir würden uns ganz sehr freuen, noch ein kleines Feedback von euch allen zu bekommen, wie es euch gefallen hat, was ihr euch fürs nächste Mal, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, gerne wünschen würdet und schreibt es auch gerne jetzt in den Chat, dass wir wissen können, was wir auch besser machen können und was schon gut war. Und ansonsten kann ich ja schon mal nebenbei erzählen, dass wir nächste Woche um die gleiche Uhrzeit unter dem gleichen Link, zwei Menschen zu Gast haben, die aus Bonn und Lüneburg kommen und die beide in einem Café arbeiten. Und genau, da werden wir nächste Woche einen Einblick bekommen. Und genau, hier kam ein Feedback, dass es kurzweilig war, das heute. Freut mich doch, das ist gut zu hören. Ich fand auch, es ging wirklich schnell vorbei und war super spannend. Ich fand auch. Genau. Einfach nett sozusagen nochmal mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, weil einfach das ja, soziale Kontaktmöglichkeiten irgendwie gerade ein bisschen eingeschränkt sind und daher einfach eine sehr nette Abwechslung jetzt in dem Alltag. Schön, danke. Ja, wir haben auch noch zwei andere Feedbacks im Chat, sehr spannend und gut strukturiert, super und schöne direkte Erfahrungen von PraktikerInnen zu hören. Super. Genau, und wir haben auch eine Telegram-Gruppe, also falls ihr da beitreten wollt, da werden die nächsten Termine auch nochmal angekündigt und genau, ihr findet auch ein kleines Handout in der Telegram-Gruppe, was nochmal alles von heute ein bisschen zusammenfasst. Und falls ihr jetzt auch noch irgendwie ein paar Fragen offen habt oder Feedback uns noch mitteilen wollt. Wir bleiben noch ein bisschen in diesem Zoom-Raum und ihr könnt einfach auch noch dabei bleiben und ein bisschen mit uns quatschen. Und genau, falls nicht, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche Montag wieder hier.
Also vielen Dank, dass ihr da wart. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen.